Präsentiert von Vulcano Brennstoffe. Also, Dadol ist unser neuer wasserführender Pelletofen in unterschiedlichen Versionen erhältlich, ab 10 Kilowatt Gesamtwärmeleistung. 82%, mehr als 82% geht es wasserseitig. Wasserseitig heißt, dass mit Dadol haben Sie einen Kessel im Wohnzimmer. Sie haben die Möglichkeit, das Brauchwasser, aber auch das warme Wasser für die Heizungsanlage aufzuwärmen. In dem Sinne, der wasserführende Pelletofen Dadol sowie unsere wasserführende Pelletöfen eignet sich sehr gut als integrative Zusatzheizung, kombiniert mit Wärmepumpe zum Beispiel, Solar oder mit einem normalen Kessel. Das schauen wir uns jetzt an. Wir haben hier zwei Türen, einmal eine ästhetische Tür aus Glas. Machen wir auf. Hier gibt es hier kann man so einen Griff, kann man sehr schön aufmachen. Und dann haben wir die technische Tür zum Brennraum. Wenn wir das aufmachen, sehen wir auch sofort die selbstreinigende Brennschale. Selbstreinigen, das heißt, dass die Brennschale von alleine sich reinigt und die Asche in diesem Aschekasten dann runtergeführt wird. Aber mit unserer Technologie Complete Burning System brennen wir auch die Asche weiter, somit das, was übrig bleibt, sind nur Mineralsalzen. Asche, werden Sie sehen, ist ganz wenig, also das dauert sehr viele Tage, bevor Sie die Aschenlade entleeren müssen. Außerdem ist der Ofen so konzipiert mit dem Speedy Clean System, dass wenn Sie die Brennschale wegnehmen, haben Sie ganz einfach Zugang zu den Rauchrohren, weil das ist mit einem Rauchrohr-Wärmetauscher, und unten zum Aschekasten, so dass Sie alles mit einem ganz normalen Aschereiniger, also Aschesauger, reinigen können. Somit wird auch die Reinigung zur normalen Wartung und der Ofen lastet natürlich länger. Selbstreinigende Brennschale heißt, dass die Schale automatisch aufgeht und wieder zu. Und durch diese Bewegung wird die Schlacke auch entfernt. Somit bleibt die Brennschale immer schön sauber. Und das Wichtige bei diesem Gerät ist, dass der Getriebemotor, der diese Bewegung ermöglicht, automatisch auch die Turbulatoren in den Wärmetauscher aktiviert und dadurch auch der Wärmetauscher, der Rauchrohrwärmetauscher, immer sauber bleibt, weil durch die Turbulatoren immer durchgereinigt wird. Und das ist der Grund, weswegen auch mit einfachem Abnehmen der Aschenlade einfach ist zu reinigen, den Ofen zu reinigen. Ganz wichtig an diesem Ofen ist, dass die Installation dadurch erleichtert wird, dass der Hydraulikaggregat dabei ist, inklusive geschlossenes Ausdehnungsgefäß und Rücklaufanhebung. Die sind dabei. Und sehr wichtig auch ist, dass wir bei diesem Ofen einen sehr großen Pellettank haben, in dem 45 Kilogramm Pellet reinkommen. Das heißt drei Säcke und dementsprechend je nach Leistung natürlich sehr lange damit aufwärmen können. Also das heißt mehrere Tage damit bedienen können.